Ich werde los mit mir. Hallöchen. Endlich mal wieder eine neue Folge RC-Talk. Hat jetzt ja nun mittlerweile eine Weile gedauert, weil wir ein paar Leute aus unserer Gruppierung entfernen mussten und ein paar neue Leute hinzufügen mussten. Wenn ihr jetzt das Wallpaper seht, wird euch wahrscheinlich zwei was auffallen. Zum einen steht da oben jetzt Ölfuß. Das ist der Ölfuß, das ist ein Moderator aus dem RC Chris Forum, der ist jetzt mittlerweile zu uns gestoßen und hängt hier bei uns ab und bettelt um Asyl und so. Aber das ist ein anderes Thema. Achso. Dann hat sich, wenn Benny ist da rausgefunden aus dem Bild. Aber dafür ist jetzt hinzugekommen German RC Playground. Und zwar hat der Benny jetzt seinen eigenen Channel. Wenn ihr den noch nicht habt, Link ist in der Beschreibung. Abonnieren. Applaus. Yay! ja, das waren eigentlich so alle Änderungen, die jetzt so aufgetaucht sind. Ja, RC Julian ist raus. Gründe sind egal. Ja. Soweit dazu. Thema heute haben wir uns mal aus gegebenen Anlass, weil ja jetzt langsam, oder es ist Vollsaison quasi, also alle RC-bekloppten Leute sind jetzt überall draußen mit ihren Fahrzeugen. Der Markt wird überflutet mit Autos. Ja, und das haben wir zu Anlass genommen, einen neuen RC-Talk zu machen und einfach mal über die ganzen neueren Autos ein bisschen zu reden. Tja, habe ich irgendwas vergessen? Ja, ich habe was vergessen. Und zwar, unser Modellbau-Blog besteht ja aus drei Jungs. Ja. Ihr kennt eigentlich nur Nathan. Und jetzt sind die anderen beiden dazu gestoßen, weil Nathan ist krank oder so. Irgendwas hat er. Irgendwie sowas. Irgendwas hat er. Nathan, fühl dich gegrüßt und geküsst von uns. Ja, und gute Besserung gewünscht. Ja, er baut mein Auto zusammen. Ja, das macht er auch, unter anderem. Deswegen ist er auch krank. Ja. Ein T-Rex. Ja, das ist schön, das hat jetzt hier aber nichts zu tun. Das ist hier nicht eBay, verdammte Scheiße. Kann ich. Ja. eBay Talk. Neue, wie gesagt, neue Fahrzeuge, die jetzt den Markt überschwemmen. Sämtliche bekannte Hersteller haben jetzt so einiges auf den Markt gebracht. Zum Beispiel jetzt greifen wir erstmal Rally Cars raus. Das sind ja schon einige auf dem Markt. Traxxas, wer hat noch welche? Losi hat welche ältere Modelle. Dann hat HPI, haben den WR8 und. Und jetzt sind noch zwei neue aufgetaucht. Und zwar hat Team Associate einen neuen rausgebracht. Und Ventara. Jungs, habt ihr darüber schon was gehört, gesehen? Selber? Natürlich. Selber gehabt vielleicht schon? Ja, na, Insider. Ich muss das letzte Jahr. Unboxing lädt gerade hoch. Also ich finde, dass Ventara einmal so anfängt, das wie Traxxas zu machen. Ich finde den ziemlich geil, den Wagen. Ist auch ein logischer Schritt irgendwie, aber das ist auch das gleiche Chassis wieder, was die schon für den Shortcross benutzt haben und für den Helix, für den Monster Truck. Aber ja, ist doch vielleicht nicht schlecht. Nee, ist aber clever auf jeden Fall halt, ne? Ja. Vor allem billiger. Kosten niedrig halten, ja. Ob das jetzt besser fürs Modell ist, sei dahingestellt. Aber auf jeden Fall, vielleicht ersatzteilmäßig ist es wahrscheinlich vorteilhaft. Ja, ja, günstiger vor allen Dingen. Die Optik ist eigentlich ziemlich geil. Also, die meisten Fiesta Rally Cars sind ja geil raus. Und ich finde, den haben sie echt gut hingekriegt. Und das Chassis ist ja bekannt dafür, dass es halt nicht so scheiße ist. Es sei denn, man fährt es auf der ersten Fleisch. Mit den Plastikwellen da. Das kennt ihr ja alle. Mick kennt das auch. Ja, also ich habe ja einen Ventara und ich bin da sehr begeistert von. Den WR8 von HPI, den haben sie jetzt auch neu aufgelegt, den sag ich gleich nochmal was zu. Entschuldigung. Also es ist halt Traxxas-Style eher relativ viel Plastik, so wie das hier aussieht. Ich guck's mir auch gerade eben im Internet an und unser Master of Disaster stellt euch ja gerade das Bild davon ein. Wasserdicht, ganz klar. Was mir auffällt, ist, dass der echt cool aussieht. Das ist schon der neue Ford Fiesta und mit der Rockstar-Karosserie auch von Weitem gut zu erkennen. Es ist eine hammergeile Funke dabei. Also es ist die Spectrum DX2E dabei.
Ich habe die DX2L und ich habe noch nie eine bessere Funke in Hand gehabt. Ist euch mal was aufgefallen? Jeder Hersteller macht überall immer Rockstar jetzt drauf. FOT ja, also. Ist jeder da auch Rockstar drauf. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass Rockstar jetzt Monster Energy den Markt abrennen will, so ein bisschen. Und steckt halt jetzt mehr Kohle in so eine Kleinigkeiten. Ach, das schafft die eh nicht. Naja, ja. Es ist halt ein Wiedererkennungswert, ne? Ja, und es ist halt eine beliebte Firma, also. Wer kennt's ja. Nicht? Rockstar kennt, glaube ich, mittlerweile jeder, genauso wie Monster Energy. Oh. Vor 10 Jahren zum Beispiel, wo ich mit Motocross angefangen habe, kannte das hier in Deutschland keine Sau. Mittlerweile siehst du jeden 12-Jährigen mit so einem Rockstar Pullover, T-Shirt oder irgendwas. Ja, ist aber ein anderes Thema. Ja, das, was ich nochmal nur dazu sagen möchte, ich hatte ja den WA8, der jetzt auch neu aufgelegt ist, den mache ich jetzt mal eben ganz kurz. Also diese neue blaue Karosserie mit blauen Felgen, das ist exakt der gleiche wie den ihr aus meinen Videos kennt. Nur die Farben sind ein bisschen anders. Und die Funke ist die TF11 und das ist so ziemlich das Schlechteste, was HPI jeweils rausgebracht hat. Die TF40, die ich dann halt an dem alten noch dabei hatte, war schon deutlich, also wirklich deutlich besser. Das war eine der besten Funken, die ich so kannte, bis ich die Spektrum in Hand hatte von Patera. Ich würde, wenn ich mir einen Rallye-Car kaufe, wahrscheinlich heute eher den Vatera kaufen, weil er, so wie ich das gesehen habe, ein ganzes Stück günstiger ist und mir optisch auch noch ein bisschen besser gefällt. Und naja, der HPI, der hat halt ein paar Probleme, die nicht so schnell auswertbar sind, wie zum Beispiel Antriebswellen zu verlieren und die sind nicht gerade billig. Ja. Ich finde der noch gar nicht so Rallye-mäßig. Ich finde also den Navatera, der ist eher so Rallye-mäßig. Ja, ne, das habe ich mir auch überlegt. Ja, aber die haben alle ein Problem, das sind alles keine reinen Offroad-Autos. Wenn man mit den Jungs mal ein bisschen ins schwerere Gelände geht, so wie ich das halt gerne mache, dann wird das schwierig. Aber guck dir nochmal an, den Navatera. Ich habe ihn vor mir. Ja, der ich hab liegt ihn. Doch gar nicht so tief wie der WA. Das stimmt, also der wird ein bisschen geländegängiger sein als der WR8, aber ich glaube, der wird immer noch keine vollen Offroad-Qualitäten haben. Mal gucken. Morgen kommt er ja an. Ja. Ups, habe ich jetzt was Falsches gesagt? Gar nicht, jetzt haben wir mehr Zuschauer. Vor ein paar Tagen kanntest du ihn noch gar nicht, jetzt kommt er schon an, ist klar. Wieso? Den habe ich hier, den hast du schnell bestellt, das Blog mal. Den hat er gerade bestellt, wo ihr da drüber quatscht. Wenn ich nur neide. Boah, geil! Geh selber mal so. Ja, jetzt quatscht man nicht über eure scheiß neuen Autos. Achso. Ja, was Der Fiesta kostet übrigens derzeit im Netz, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, 470 Euro. Also ist er nicht so viel günstiger als der W8. Ja, also wenn ich mir einen Rallye-Car holen würde, ich würde mir den Kyosho holen, weil der erstens mal größer ist, zweitens mal optisch besser aussieht. Der ist 1:9, ne? Ja, naja, so Kyosho hat ja immer so eine bekloppte... Ja, 1:7, 1:9. Ja, im Endeffekt ist er auch bloß 1:10 oder 1:8. Ja. Also. Ich wette, Ölfuß würde sich auch einen Kyosho holen. Wie kommst du da drauf? Weiß ich nicht, das ist Eingebung. Nein, also... Kyoshos eigentlich nur die Inferno-Serie, weil das sind wirklich geile Dinger, aber der Rallye, der basiert auf dem DXB oder wie der da heißt, ne? Genau, auf dem Buggy-Chassis, ja. Da hört man eigentlich nicht so positive Geschichten drüber. Allerdings, ich kenne so viele auch noch nicht davon, aber einer wurde ja schon vertauscht und verschenkt. Was ich mal kurz einer sollte mal aufhören, immer sein Mikro an- und auszumachen, weil das hört man extrem. Dankeschön. Ja. Ja, der Pro Rally. Also, ich finde, da machen das alle das Gleiche. Das ist auch einer, der auf dem Shortcross basiert, nämlich auf dem Pro Line. Also, das ist ja scheinbar bei jedem der Schritt. Die bringen erst einen Shortcross raus und bauen darauf dann einen Rally-Car auf. Ja, um im Markt halt mitzuhalten, ne? Das ist halt. Ja. Ich finde, der sieht ganz schön spindelig aus, dieses Rallye-Car. Nicht so robust wie der eben. Also der Polo ist ja nicht so der Beste. Du redest jetzt von dem, Du musst das selte Pro Rally, das nächste Rallye-Car. Ja, genau. Ja. Ist elektrisch. Kann ich also vom Elektrischen kann ich nichts sagen, aber von der Optik finde ich... naja, ne? Sagen wir mal so,
hübsch ist der nicht. Sieht aus wie ein Rallycar, ne? Ja, bloß die Räder sind, also die Karosserie, entweder ist die Karosserie zu groß für das Auto oder die Spurweite von den Rädern ist zu schmal für die Karosserie. Eins von beiden haben sie falsch gemacht. Ich finde schon, dass die Räder ein bisschen ja, am Rande der Karosserie sein sollen und nicht einen halben Zentimeter in dem Chassis. Ja, das hat Patera besser gelöst gehabt, das stimmt. Also optisch gefällt er mir nicht. Elektrisch kann ich da nicht zu sagen, weil, wie gesagt, da seid ihr Jungs Fachmänner für. Aber optisch kann ich da nur sagen, nicht die schönste Lösung. Ja, lassen wir uns mal nicht darauf versteifen, auf die Rallycars. Wir haben noch einige Themen durchzuarbeiten. am Verbrennermarkt hat sich ja auch einiges getan. Es kam erst ein paar Neuauflagen und auch ein paar komplett neue Modelle. Also, wenn man das so sagen kann, neue Modelle der Savage, also von HPI Savage XL, der Octane und dann kam noch der Losey LST XXL2 raus. Hört man jetzt bis jetzt noch nichts Gutes von den Fahrzeugen. Also, was ich jetzt bis jetzt vom HPI gehört habe, ist, dass er eigentlich nicht läuft. Ja, ich fand es sehr enttäuschend. Zumindest nicht oft. Also mit dem Dreiganggetriebe, das ist wo ziemlich frickelig. Ja, das Dreiganggetriebe war beim Savage sowieso immer schon eine Schwachstelle. Und die Dreiganggetriebe sollen, ich habe da keine persönlichen Erfahrungen, aber die sollen da öfter mal hakeln oder kaputt gehen. Und das wird beim Octan nicht viel anders sein, weil ich bin davon überzeugt, dass es das gleiche normale Dreigang drin ist wie im normalen XL, im normalen Savage XL mit dem 5,9 Kubik Motor. Und selbst in dem gibt es viel Probleme. Denke ich auch. Also die werden da einfach bloß, blöd gesagt, jetzt einen Bayer Motor in die Hand haben. Nee, Bayer ist das nicht. Das ist ja das, also der Motor selber ist eine komplette Neuentwicklung. Er basiert tatsächlich auch auf einem Nitro, also in Teilen auf einem Nitro-Motor. Aber jetzt mal ehrlich, eine Zündanlage, man muss den Zündzeitpunkt immer bestimmen. Da hast du also einen Sensor, wie man auf dem, wenn man mal die HPI-Seite besucht, dann kann man den Motor ja ausgebaut sehen. Und da siehst du dann an dem Hals von der, vom Hauptlager siehst du einen Sensor. Und der wird garantiert für die Zündung sein. Und weil Nitro-Motor zündet von selbst, aber ein richtiger Benzinmotor braucht ja einen Zündfunken. Und ich glaube nicht, dass das auf Dauer funktionieren wird. Beziehungsweise das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum die Dinger nicht wirklich gut laufen. Das sieht auch ziemlich zusammengefercht aus, wenn man das sieht, dass das Auto. Ja, der Karre ist kein Platz. Wenn du dich damit mal richtig überschlägst, dann zerfliegt die komplett. Also der hängt aus. Deswegen haben sie wohl den dicken Überrückbügel noch rüber gemacht da. Ja, aber ja, der ist so weiß. Der hält aber doch schon was aus. Also, das ist gar nicht mal so verkehrt, aber ich sag mal so, es ist ein mageres Bild dafür, dass sie an diesem Motor bestimmt schon seit 4 Jahren rumdoktoren. Das stimmt. Und den immer wieder, beziehungsweise man weiß ja offiziell seit 4 Jahren, dass der irgendwann kommen sollte. Dass er dies Jahr tatsächlich gekommen ist, grenzt ja schon fast an ein Wunder. Ja. Aber er wird ja seit 4 Jahren ungefähr immer angekündigt, bei der nächsten Ausstellung ist unser Auto serienreif. Ja, und was war? 2 Jahre lang im Keller gelandet. Ja. Keiner hat was von gehört und jetzt ist er plötzlich doch da. So beeindruckend fährt er überhaupt nicht, wie ich gedacht habe. Also, nee. Ja. Nee. Da finde ich, wie gesagt, den anderen, den wir hier noch haben, den Losey LST XXL2, erstens mal optisch hübscher. Guckt euch mal die Dämpfer an, was ist das denn? Alter Schwede. Und ja, das Ding ist einfach schicker, finde ich. Ja, die sind ja 5-mal so dick wie die vom Savage, also der Wahnsinn. Ja, die sind, ich würde mal Bale behaupten, mehr als ein Daumen dick. Die Stoßdämpfer, also die sehen richtig. Die ist wirklich big boah. Richtig, mächtig massiv aus, die Dinger. Ja. Und die ersten Vergleichsvideos gibt es ja auch schon von den beiden, da ist der Losey ja immer besser gewesen, ne, als der Savage. Also der ist cool. Wie gesagt, der Savage, ich sag mal so, ich glaube, das ist ein noch immer unausgegorener Motor, der nicht die Power haben wird wie ein vernünftiger, großvolumiger Nitro-Motor und der wird ja auch nie drankommen.
Na, wobei man sagen muss, HPI hat ja eh immer Probleme mit ihren Großmodellen. Also der Bayer, ja, der ist ja auch unverändert seit was weiß ich wie vielen Jahren. Obwohl jeder, der den hat, klagt zum Beispiel über diese ganzen Kunststoffteile, die wegschmelzen und. Also so wirklich... Ich sag mal, solange sich der noch gut verkauft, werden die da auch nichts dran ändern. Ja, aber endverbraucherfreundlich ist das im Endeffekt nicht. Also das machen andere Firmen besser. Selbst. Und ich wage mal auch Behauptung aufzustellen, komischerweise gibt es nicht für alle HPI-Modelle einen Haufen Tuning-Teile einer bestimmten Firma, deren Namen ich jetzt nicht nenne. Und ich bin davon überzeugt, dass die da das HPI selber da bei der Firma mit drin hängt. Das kann und dass sie da gar kein, sein. Dass sie da auch gar kein Interesse haben, dementsprechend ihre Autos zu verbessern, weil dann würden die Tuning-Teile ja nicht mehr verkauft. Das ne? kann durchaus möglich sein, ja. Aber das soll es soweit gewesen sein. Also Fazit, HPI, schöne Idee, schöne Idee. Ja. Fail. Aber halt... Sie sollten vielleicht nochmal 2 Jahre an dem Motor arbeiten. Nicht ausgereift, sagen wir es mal so. Also ich würde auf jeden Fall noch abwarten, so ein Auto zu kaufen. Wenn dann ich vielleicht gebraucht mal gucken, ob da schon jemand dabei ist, der Lösungen gefunden hat dafür oder der perfekt eingestellt ist, wo dann keine Probleme mehr habt. Aber neu kaufen, vor allem nicht zu dem Preis. Also 1000 Euro für ein Auto. Nee, HPI typisch wird er total überteuert, die Gurke. Ja, ich glaube, 700-800 Euro oder so. Nee, 1000 Euro. Der Octan meine ich 1000 Euro. Auf jeden Fall HPI halt wie immer um die 1000 Euro, weil die kostet ja alles, wo eine Zündkerze drin steckt, 1000 Euro. Nee, weil der normale HPI Savage XL, der meine ich liegt so irgendwie bei 750 Ocken. Und der Octan meine ich gehört zu haben, dass der 999 Euro unverbindliche Preisempfehlung wäre. Aber sicher weiß ich das nicht, das sage ich jetzt so einfach mal unter Vorbehalt. Ja, ist ja auch wurscht. Wer es haben will, der wird wissen, was der kostet. Eben, wer sich dafür interessiert, der soll da... Es gibt Onkel Google, der wird das klären. Genau. Google ist dein Freund. Eben. Und Helfer. Dann haben wir auf jeden Fall noch, wo Benny ja seine YouTube-Karriere mit gestartet hat, Hobby King Sabertooth. Da kann Benny wahrscheinlich das meiste zu sagen. Jo. Zu diesem Truggy. Also, als ich die Karre das erste Mal gesehen habe, da war Marcel übrigens auch, auch dabei. Ich war sehr überrascht darüber. Hobby King, typisch ist es halt, man muss anfangen, solche Sachen machen, wie mit Dämpfer neu befüllen. Also, der ging ganz schön in die Knie, als er bei mir auf dem Tisch stand. Aber, wer meine Videos gesehen hat, gesehen, dass die Karre für um die 180 Euro was der kostet. Das ist ein fahrfertiger 1:8er Druggy. Beeindruckend ist echt, was die Geschwindigkeit, Power angeht und auch die Haltbarkeit. Klar hat er auch seine kleinen Macken, die man durch Crashes hervorrufen kann, aber das ist alles Pillepall gewesen. Und in den letzten Videos, da fährt er, also in dem neuesten Video fährt er ohne, dass ein Dämpfer vorne dran ist. Der eine hängt da halb dran, der andere ist ab. Und der fährt trotzdem wie bekloppt, der Wagen. Also, bis die Ersatzteile jetzt da sind. Ich bin einfach vollkommen beeindruckt von der Karre und, ja. Das ja, wie gesagt. So. Ich war ja auch da, als sein Kumpel den mit vorbeigebracht hat und ausgepackt hat. Obwohl ich kein Elektrofreak bin, ich betone es immer wieder. Ich fand den auch ganz geil. Und dass man die Dämpfer befüllt und die Differentiale abcheckt, das sollte man auch bei anderen Marken mal eben machen. Weil, wenn ich das mal eben so sagen darf, das musst du bei fast allen Autos heutzutage machen. Also eben einmal drüber gucken, schadet auf jeden Fall nie. Der Witz ist, ja, gut, aber jetzt mit halbwegs gut gefüllten Dämpfern dürfte das sich völlig verändert haben. Der dürfte jetzt wirklich knackig vom Fahrwerk sein. Und er ist ja nicht wie der Spectre S6 da, ne? Wo die Dämpfer wegfliegen, ne? Nee, also die Dämpfer auch super gut. Also, ne? Und Dinger und es ist einfach, in einem Video sieht man ja, wie der Crash baut, der Wagen, voll auf den Quellenker knallt, der verformt sich richtig. Das Einzige, was passiert ist, dass der kleine Hinspin die Stange gebrochen ist und alles Plastik ist heile geblieben, komischerweise. Das haben wir wieder zusammengesteckt und
Ja, und der fährt noch mit diesem kaputten Stück durch die Gegend. Also, und wie der fährt einfach, der fährt sich so geil. Da ist auch ein Servo drin, wo ich wirklich sagen kann, der ist super. Das Ding ist komplett waterproof. Also es macht einfach nur Spaß, dieses Ding zu fahren und das auch fahren zu sehen. Also, und wie gesagt, der Preis ist unschlagbar. Absolute Empfehlung. Also das ist der Rex X der Elektroautos und ohne irgendwelche schlechter gemachten Teile. Auf jeden Fall. Ja. Ja, mehr müssen wir dazu eigentlich nicht sagen. Was noch jetzt neu, also nicht direkt neu, aber anderes Paket für die Scaler und Crawler, die in dem Bereich so noch tätig sind, ist jetzt zum Beispiel, wird wahrscheinlich vielen von euch was sagen, Trailfinder 2. Der ist von RC 4-Wheel Drive, das ist so ziemlich das Nonplusultra, was man im Scale-Trail-Bereich kaufen kann. Den gab es sonst immer nur als Kit, den gibt es jetzt auch als RTR, mit natürlich RC 4-Wheel Drive, Regler, Motor. Funke ist, glaube ich, auch eine Eigenentwicklung, da bin ich mir jetzt gar nicht so hundertprozentig sicher. Seht ihr aber dann in dem Bild jetzt schlussendlich. Dann ist verbaut, Licht ist leider nicht verbaut, aber lackiert ist er schon, rot. Ja, die Lackierung ist es nicht so unbedingt, aber naja, was soll's, ne? Aber relativ teuer ist er, also ich meine, war ja vorauszusehen, wenn das Kit schon 450 Euro kostet, wird er zusammengebaut natürlich nicht unbedingt billiger. Also der kostet irgendwas um die 550 oder sowas, RTR, aber da hat man auf jeden Fall was Gutes. Dann Axial hat jetzt noch den Deadbolt oder Diebolt, wie ihr es nennen wollt, den gab es ja früher nur mit AX-10 Chassis, den gibt es auch als SEX-10 in Neongrün. Der müsste, ich glaube, wenn das Video hier online ist, müsste es den, glaube ich, geben. Der sollte, glaube ich, Ende Juni oder so sollte der verfügbar sein. Und dann ist heute noch bekannt geworden, beziehungsweise die Woche, ich weiß ja nicht, wann ihr das Video schaut, dass es noch einen neuen Axial geben wird, und zwar ein Yeti. Der ist so, wie soll man sagen? Rock Racer, irgendwie sowas, ja, so Trophy-mäßig, wie ein Trophy-Truck, oder? Ja, so Wüstenbuggy-mäßig halt. Irgendwie, also ich sehe den wie so einen verbesserten Rod, irgendwie. Kann man sagen, ja. Also so ein Rock Racer. Ich bin mal auf das Konzept so gespannt, aber an sich ist es keine schlechte Idee. Nee, also das Chassis sieht geil aus, auf jeden Fall. Ja. Guck mal, es wird ja schon gemunkelt, wann die ersten Shortcross-Truck rauskommen, die auch so eine Aufhängung haben, Hittenstarrachse und... Ich habe mal einen Eigenbau gesehen im Video, ja. Das Teil ist auch pornös gefahren, also da ist Slow-Motion und alles, das war, hättest denken können, das wäre ein echter Wagen gewesen, also... Das dauert nicht mal lange, dann kommen die bestimmt auch so auf den Markt. Ja. Ich denke auch, also... Der macht auf jeden Fall einen richtig geilen Eindruck, soll auch richtig abgehen wohl, aber genaue Daten sind halt zu dem Fahrzeug noch nicht bekannt. Ich weiß auch nicht, wann der auf den Markt geschmissen wird, aber ich denke mal, dass der erst im Hochsommer kommen wird, weil dann sind halt die Verkaufszahlen natürlich am höchsten, als wenn sie erst im Winter rausbringen. Ich denke mal, der wird wohl im Juli oder im August spätestens, wird der wohl dann draußen sein. Ja, das... Also ich kenne mich ja mit den Scalern nicht so aus, ne? Aber ist das nicht das richtig? Hat der Trailfinder da Blattfedern oder so? Hat Blattfedern Nachbau? Der hat Blattfedern, ja. Das Chassis sieht ja Wahnsinn aus. Also total, als wenn da nichts dran wäre, aber dann doch so viele Details. Ja, also das Ding, es hat zwar jetzt nicht so unbedingt die Achsverschränkung, aber es ist ja mehr ein Trailer und ein Scaler als ein Crawler letztendlich. Aber ist ein definitiv geiles Auto. Ja. Also. Hat was. Würde ich schon gern meinen eigenen, aber ist mir ein wenig zu teuer. Was ist unter mir? Der zurzeit ein bisschen humpelt. Den Drift Unimog. Ja, da kommt bald noch ein Update. Der ist hier Drift 2.0, aber dazu irgendwann mal mache ich darüber nochmal ein Video, was ich jetzt noch alles verändert habe. Ja, aber das ist ein anderes Thema, wie gesagt. Dann kam noch, Traxxas hat jetzt eine neue Funke vorgestellt, und zwar ist das die TQi mit Bluetooth diesmal dran. Das ist schlussendlich nichts Neues, sondern
heißt halt nur, dass es jetzt nicht nur Apple-bedingte Produkte dranhängen kann, wie iPod, iPhone, iOS 4, sondern jetzt gibt es halt auch mit Bluetooth quasi die Möglichkeit. Traxxas selbst schreibt auf ihrer Homepage, dass jetzt die App auch bald für Android kommt, sprich ihr könnt dann mit allen sämtlichen Geräten direkt, könnt ihr mal aufhören ständig zu schreiben, ey Typen, dass es nicht mehr Apple bedingt ist halt mit dem Ding zu schreiben. Ach, zu schreiben, oh, ey, Kunden, Alter. Ja. Ja, das ist klar, weil man hier nur mit kleinen Kindern zu tun hat. Jetzt reißt euch mal zusammen. Ja, aber das ist ja das, was alle von Trackers gefordert haben, wenn wir dann da rumgemäkelt haben, dass man iPhone unten reinschieben soll. Warum machen sie das nicht so? Und jetzt haben sie es endlich gemacht. Das war an sich auch schon das Prinzip doof, weil der alte iPhone-Stecker dran ist und viele Leute haben neues iPhone und genau. Mit Adapter und sowas. Ja, das wird auf jeden Fall ein Mitgrund sein, ja. Ja. Die geilsten fand ich die sich ein iPad da dran gemacht haben. Ja, das macht natürlich sehr viel Sinn. Brauchst du noch ein Stativ für die Fernbedienung, weil du sie sonst gar nicht halten kannst? Nein, da hat man dann iPad-Haltesklaven dabei. Ja. Dann kam jetzt in anderen Regionen nennt man sie Freundin. Losi hat, die haben ziemlich viele neue Fahrzeuge jetzt rausgeschmissen. Jetzt ist zum Beispiel auch noch der Mini 8T rausgekommen. Also, wie der Name schon sagt, jetzt die Truggy-Version vom Mini 8. Qualitativ exakt dasselbe. Auch dasselbe Chassis halt, ist halt dasselbe Fahrzeug im Prinzip, bloß halt größere Querlenker und blibla, wie halt so ist. Jeder Truggy basiert ja im Endeffekt auf dem Buggy. Ist halt nun mal so. Oh. Soll halt ein ganzes Stückchen größer sein als der Buggy, liegt aber schlussendlich natürlich an Räder, Querlenker und Karo, dass der größer wirkt. Das Chassis ist auf jeden Fall dasselbe. Ja, wie ein genauso großer Truggy wird auch wenig Sinn machen, weil ist einfach so, dass Truggies größer sind als Buggies, auch wenn es dieselbe Größe ist. Ja. Ja, das Chassis ist meistens das gleiche wie jetzt selber, Losi auch. Und die Querlenker, was du schon sagtest, sind dann halt alles ein bisschen breiter. Und, ist das nicht ein anderer Chassis? Nee. Nee. Nicht? Also, es soll ein bisschen verlängert sein nach hinten. Ja, deswegen, ja. Am Boxen ist gezeigt, aber so im Grunde soll das das gleiche sein. Ja. Also meistens sind die nach hinten ein bisschen verlängert, dann, weil sonst sieht das Ding einfach so klotzig aus. Aber ansonsten ist es meistens relativ gleich. Der hat hinten auch eine Kapselung und sowas jetzt. Das hatte da glaube ich der Buggy nicht, ne? Das war auch, das ist irgendwie, haben das welche gesagt im Unboxing, dass der mitgekapselt ist, was vorher nicht war. Nee, das war der nicht. Der Mini 8 war nicht gekapselt, den habe ich ja mal hier gehabt. Ja, nettes kleines Auto, ne? Also. Ich finde es eine gute Alternative zu diesen überteuerten Mini-Traxxas-Dingern da. Wenn der auch so groß ist. Ja, aber die liegen halt bei 2, also der Buggy liegt da bei 230, 225, 230 Euro. Und der Truggy wird, schätze ich, dann mal bei 260 Minimum liegen, wenn nicht noch mehr. Ja. Und der Traxxas liegt aber auch bei 280, der Revo. Ja, 260 hast du recht. Hier bei RFM im Shop, da steht er schon. Ja, du hast aber bei Losi natürlich auch wieder enorme Tuning-Möglichkeiten. Ich meine, hast du jetzt bei Traxxas auch, aber der Traxxas Mini Revo, ich hatte ihn ja selber, das ist ja eine Bastelbude. Ja, vorm Herrn, also da funktioniert ja nichts originalerweise. Also zumindest nicht lange. Also ich bin das Ding, wie oft bin ich ihn gefahren, wenn es hochkommt, 8 Mal. Bei 8 Fahrten durfte ich 6 Mal die Karre komplett zerlegen. Also. Das bringt Spaß. Wer es braucht. Das ist echter Modellbau. Ja, ne? Kriegt mal was für sein Geld. Weil die Betonung auf Bau liegt. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe nur die Worte noch nicht im Kopf zusammengekriegt, so schnell. Dann kam ja noch von Losi, das Pendant zum Losi 5T raus. Der Wüstenbuggy, der Desert XL, heißt der XL? Ich weiß es ja nicht. Ihr seht es auf dem Bild. Der ja quasi auf dem Losi 5T basiert. Ich glaube, die Stoßdämpfer sind sie ja noch einen Ticken größer. Ja, und die Anordnung ist ein bisschen anders auf dem Chassis im Spiel. Ja, aber Chassisplatte ist, denke ich mal, dasselbe. Ja. Ist auch fast genauso groß.
Ja, Großmodell, Riesenteil. Dementsprechend schweineteuer. Es gibt auch mittlerweile schon ziemlich viele Leute, die das Ding haben. Ich meine, Losi, das ist natürlich Qualität. Also viel falsch machen kann man damit nicht. Habt ihr da jetzt noch irgendwas? Kennt ihr das Fahrzeug oder so? Nee. Leider nicht. Ja, nicht mein Maßstab. Ich finde, die Optik ist das wieder mal sehr ansprechend. Ne? Ja, also. Oh. Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Also optisch kommt der schon sehr nah an so einen echten Wüstenbuggy. Ich meine, da fehlen jetzt hinten nur noch zwei Ersatzräder, dann könnte das Ding eigentlich komplett durchgehen. Ja. Bei 1000 fahren. Zum Beispiel. Ja. Also das Ding ist schon cool. Ja, und finde ich wieder, also wie man das so sieht vom Aufbau her oder auch allein die riesigen Dämpfer wieder, alles einfach sehr hochwertig und hat großen Willhaben-Faktor quasi. Ne? Also. Ja. Das Riesenzahnrad in der Mitte oder so, Hammer. Was mir gerade noch auffällt, dass ja das Passwort ist hier nicht so direkt drin, aber Kyosho, den Scorpion, das ist ja so das Urteil von Buggies, da haben die jetzt ja auch eine Neuauflage gemacht. Also 2WD, so ein großer war das, ne? Ja, ja. Als Kit. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es den auch als RTR gibt. Oh, der ist mir also gerade so ins Ohr gesprungen. Ja, den gibt es auch als RTR, Verbrenner und Elektro. Und ich habe den auf der Intermodellbau gesehen, die Kit-Version, und die hat schon was hergemacht. Also Alu-Rahmen, Carbon und so. Da, Alu da und sowas. Mit einer richtig geilen Elektronik und alles drin, oder Verbrennungsmotor halt. Wäre das Teil auf dem Bombe. Also sieht auf jeden Fall von der Optik her, sieht zwar ziemlich 80er Jahre mäßig aus, aber ist auf jeden Fall cool, so eine Neuauflage. Ich meine, Tamiya macht sowas zwar jedes Jahr, aber Tamiya ändert ja nichts an den Autos. Also. Tamiya ist ja auch wohl eine ganz andere Liga, oder? Tamiya fährt ja auch noch Modelle aus den 80er Jahren. Ja, das stimmt. Verkauft die als Neuauflage. Das stimmt wohl. Dann haben wir noch Arma-Modelle. Arma, das ist ja jetzt... ja, mittlerweile kommen sie ja so bei uns in Deutschland. Die haben ja auch einige sehr billige Modelle. Wie es diesen Arma Rider und so. Ja, mittlerweile billig, ne? Zu Anfang waren die ja. Ja, oder Arma Vortex. Der soll ja auch nicht so verkehrt sein. Der ähnelt dann den HPI Firestorm. Oder dem Rustler. Da kommen jetzt zwei richtig geile Teile. Also, Benny und ich haben den schon, oder beziehungsweise die beiden schon eine Weile im Auge. Ja. Da ist zum einen Monster Truck und ein Buggy. Das ist einmal der Kraton oder Kraton und Typhoon. Also von der Optik her, wenn ihr die jetzt seht, ich blende euch mal so ein paar Chassis und halt komplett Bilder ein. Heftig. Also man sieht ganz klar, was die zumindest beim Kraton, was der Gegner davon sein soll, auf wie die abzielen, ne? Find ja, ich. Also das sieht man auf jeden Fall, dass die auf dem Platzhirsch, auf dem Erebo wollen. Ja. Also und wenn der Wagen hält, was er verspricht, weil da kommt ein 160 Ampere-Regler, kommt er daher und dann ist waterproof und so. Was mir nicht ganz so gefällt, an dass diesen Ordnung mag ich nicht, dass der Akku alles einfach ist, ne? Dass du irgendwie drei großen Rennklops oder die übereinander schneiden musst. Das mag ich so. Auch immer nicht. Oder die Dämpfer finde ich vielleicht auch noch einen kleinen Schwachpunkt. Weil für so einen Insta-8er sind die ein bisschen klein. Ja, aber ja, bei dem Kraton würden die spindelig hätten, ne? Also Das mag ich nicht so. Nee. Also den Buggy finde ich ja beide noch ein bisschen brutaler von der Optik her. Also ja. Der macht auf jeden Fall schon was her. Also da bin ich echt gespannt. Der ist bestimmt besser als der Carson Spector, scheiße auch immer. Das auf jeden Fall. Das ist keine Kunst. Und ein 6S, da geht was. Muss man schauen, wann die Kisten serienmäßig sind. Wann die serienreif sind. Hund. Das war seine Frau. Oh, das ist aber jetzt peinlich. Ja, ich muss mich mal eben kurz verabschieden. Es kommt wirklich die Frau. Ja, wie gesagt, also Optik, allein die Karo ist schon mächtig cool, finde ich. Gerade von dem Buggy, wie gesagt, von dem Typhoon.
kommt schon cool. Haben wie Kyosho auch, was ich persönlich sehr gut finde, Luftlöcher schon vorher eingeschnitten. Also nicht nur Lufteinlässe aufgeklebt, sondern auch ausgeschnitten. die natürlich auch Sinn machen. Gerade bei 6S ist Luft alles. ja, wie gesagt, muss man sehen, was aus den Autos wird. Optisch auf jeden Fall. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja. Das kann passieren, ne? Genau, das sind die Tücken des Live-Trotz. Nicht live ist gerade. Quasi live. Ja. Fast. Ja, wie gesagt. Sind wir sehr gespannt auf die Fahrzeuge. Mal gucken, was da noch wird. Oma macht ja letzter Zeit relativ gute Autos, die sie jetzt alle so rausgebracht sind. Also viel Schlechtes habe ich darüber noch nicht gehört. Der Shortcourse soll zwar nicht so der Reißer sein, aber das liegt wahrscheinlich mehr am Motor als am Chassis und am Design. Die 110er da, das ist ja eigentlich alles das gleiche Chassis, nur die Shortcourse, der Shortcourse ist ein bisschen länger gezogen und so. Mhm. Die haben aber die gleichen Teile aufgebaut. Die machen das ja ähnlich halt wie bestimmte andere Firmen. Aber wie gesagt, die zwei Dinger, da bin ich echt gespannt, was da so kommt. Tja, das soll es soweit gewesen sein. Ja. Was wir uns jetzt, was jetzt so zurzeit los ist auf dem Markt. Ich hoffe, wir haben keinen vergessen, keine Ahnung, was irgendjemand sich wünscht, also was zu hören. Ja, wenn dann. Dann soll er schreiben, weil wir können ja hier nicht alle Gedanken lesen. Genau, dann sollen sie schreiben. Was können wir noch sagen? Ja, wenn man wieder einen Live-Talk sehen will, wir hoffen, wir können es irgendwann mal wieder einrichten. In naher Zukunft. Ja, wir werden ja vorher dann darüber informieren, wenn wir das machen, ne? Ja, das Problem ist halt immer, alle gleichzeitig zu erwischen, dass die ein Dach kriegen. Ja, an einem Tag Zeit haben, ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber das wird auf jeden Fall kommen. Es war auf jeden Fall keine einmalige Sache. Das können wir schon mal sagen. Ja, habt ihr noch irgendwas zu erzählen, Jungs? Weil wenn nicht, dann... Nee, jammern nicht euch woanders. Mick, noch irgendwas zu erzählen? Nee, auch nicht. Der ist schon wieder nicht da wahrscheinlich. Naja, okay. Nachdem du ihm das Schreiben verboten hast. Sorry, ich hatte das Mikrofon aus. Ich habe heute nichts zu sagen, wollte ich sagen. Sehr clever. Ja, besser nichts sagen als... Was sagen? Ja. Nee, mir fiel gerade das Wort nicht an. Ist auch egal. ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Alles durchgesprochen. Auto rein. Noch ein Hüsterchen zum Schluss. ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ja, nun ist es zu spät. Jetzt bist du schon mittendrin. Ich fäng gleich ins Bett. Okay, mach das. Goodbye. Das ist der Laptop wenigstens cool. Oh mein Gott. Eine Drecksau, ey. Das kommt in der Outtakes. Das kannst du. Ja, das kommt meine Gruppe mit sieben. Alter. Hilfe. Nathan, wenn du das siehst, es tut mir leid. Du solltest mal über neue Gruppierungen in deinem YouTube-Kanal. Das muss wieder steigen. Ja, ja. Die Wea genau. Ist keine Creme. Mach keinem von uns irgendwas, oder mach mit deinen Mädels irgendwas. Ich dachte, bitte. So, können wir jetzt anfangen endlich. Ein bisschen Professionalität bitte. Alle mal einatmen. Wieder auf. Honigkuchen fährt, so ist kommen. Möbelwagen. Hä? Jetzt bin ich leicht verwirrt. Ja. Ja, können wir jetzt, oder? Ja, ich warte. Ja, ich warte schon die ganze Zeit. Dachte jetzt mal einer was? Ja. Muss ich das auch oder machen? Ja. Ja. Und fucking Fassboy, ja. Dein Channel. Dein Channel. Dein Idee. Dumm ausreden, ja. So.